Hey da draußen, was geht ab? Martin hier. Und heute beantworte ich die Frage von Sebastian. Sebastian hat ein Problem, das viele andere Männer auch kennen. Wenn es dann zum Sex geht, wenn es direkt darum geht, mit der Frau Spaß zu haben, sie zu penetrieren, wird der Pimmel schlaff. Er hat es aber ein bisschen genauer präzisiert. Er hat gesagt, immer wenn er Kondom überziehen soll, passiert ihm das. Und er möchte jetzt wissen, Heider, was kann ich tun? Ganz einfache Geschichte. Zuallererst schließ das mal aus, ob es an dem Material liegt. Vielleicht hast du eine Latexallergie. Kann ja sein. Ja, dein Körper hat eine allergische Reaktion und deswegen verhält er sich nicht so, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Das ist Nummer 1. Check das ab. Nummer 2. Überprüfe für dich, ob die Kondome passen. Das klingt banal und ich habe es selber erst ausprobieren müssen, aber es macht einen großen Unterschied. Tatsächlich. Die europäische DIN-Norm für ein Kondom ist relativ eng geschnürt. Was ich da meine, ich meine gar nicht die Länge, sondern ich meine tatsächlich den Durchmesser, ist relativ eng geschnürt. Viele Penisse stoßen tatsächlich von ihrem Umfang her schon an diese Grenze heran. Was eben dazu führt, dass wenn sie sich das Kondom überstreifen, die Schwellkörper eher ausgepresst werden. Ja? Natürlich auch in die umgekehrte Richtung, vielleicht ist das Kondom aber auch zu weit und dann lohnt es sich, weil es ein besseres Gefühl, bessere Stimulationsübertragung hat, ein kleineres Kondom dir zu holen. Informiere dich dazu einmal. Ja, das ist kein kompliziertes Thema. Wenn du das im Internet googelst, wirst du da sehr schnell auf entsprechende Quellen finden. Aber beschäftige dich einfach mal mit Kondomen und Kondomen, die tatsächlich zu dir passen. Und Nummer 3, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die Psychologie hinter der Kondome. Viele Kerle sind der Meinung, ein Kondom ist halt irgendwie wie mit einem gedrosselten Motor fahren. Ist irgendwie ganz nett, aber so richtig kommt es nicht an die Brisanz ran. Und natürlich, das ist eine zweite Haut auf deinem Schwanz. Klar wird die Sensibilität da etwas heruntergefahren. Du wirst nicht mehr so viel spüren wie davor, vermutlich. Zumindest auf deinem Schwanz. Auch da gibt es dünnere Kondome, die ermöglichen dir mehr Sensibilität. Ja, check auch das einmal aus. Aber ich glaube, es geht da auch ganz stark um einen psychologischen Aspekt. In einem Aspekt von, ja, wir sehen, also viele Menschen werden ja heutzutage, glaube ich, über Pornos konditioniert. Und in Pornos sieht man nie Kondome, sondern immer Typen mit blankem Horn reinstoßen. Ja, dass 90% der Pornodarsteller Geschlechtskrankheiten haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das riecht und spürst du ja nicht. Du siehst ja nur die Bilder. Das suggeriert ja irgendwas deinem Unterbewusstsein, nämlich von guter Sex muss tatsächlich ohne Kondom stattfinden. Das ist absoluter Mumpitz, das ist absoluter Quatsch. Im Gegenteil, ich hatte so viele sexuelle Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dass zum Beispiel sie sich erst richtig fallen lassen und entspannen kann, wenn ich mir ein Kondom übergestreift habe, weil dann das Thema sexuelle Krankheiten aus dem Weg sind, weil dann das Thema Schwangerschaft aus dem Weg ist und was weiß ich nicht noch alles für Themen. Da konnte ich die erst richtig loslassen. So dass ich mir mittlerweile für mich erkannt habe, hey, dieses Kondom ist tatsächlich ein Unterstützer. Der hilft mir dabei, dass ich volles Rohr die Sau rauslassen kann. Also wie auch diese Anti-AIDS-Werbung eben sagen, richtig Spaß haben kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen, A, wegen Schwangerschaft und B, wegen Krankheiten. So, Dankeschön, dass du das gesagt hast, Martin. Das ist super, okay. Und wie kann ich das jetzt anwenden? Weil das ist ja irgendwie so ein unterbewusstes Thema. Pass auf, ich habe das Thema so angegangen, weil ich habe das auch bei mir gemerkt, wenn ich ein Kondom überstreife, will er irgendwie nicht so, wie ich gerne möchte. Und ich habe dann tatsächlich quasi die Probe vor dem Ernstfall gemacht. Was bedeutet, ich habe mir einfach regelmäßig einen runtergeholt mit einem Kondom drüber. Ja, wenn ich mir einen runterholen wollte, habe ich ein Kondom aufgerissen und hey, come on, also so viel Geld ist das nicht. Also die Ausrede gilt nichts. Ein Kondom kostet was? 10 bis 50 Cent? Pff, lächerlich. Ja, vielleicht 1 Euro, wenn es ganz spezielle sind, kann auch sein. Aber come on, das ist echt nicht viel Kohle. Und das machst du 10 Mal, dass du einfach das Kondom aufreißt, rüberstreifst und dir damit einen runterholst. Und daran gewöhnt sich dann dein Körper, der gewöhnt sich daran. Da ist jetzt eine zweite Haut, da ist jetzt was anderes drüber. Das gehört jetzt irgendwie mit zusammen. Und das hat mir persönlich enorm dabei geholfen, dass ich ein besseres Stehvermögen mit Kondomen habe. Plus eben dazu im Hinterkopf das Bewusstsein von, Alter, jetzt kann ich richtig Spaß haben und richtig geil machen. Klar, wenn ich mit jemandem mehr Zeit verbringe und mehr Vertrauen aufbaue, dann geht das natürlich darauf, da auch dahin, dass ich irgendwann auf Kondome verzichte.
Das ist klar. Aber es muss nicht der Standard von Anfang an sein. Einerseits bringst du dich damit in Gefahr, andererseits auch sie damit in Gefahr. Das sind meine Ratschläge da, mit dem Problem, wie du damit umgehen kannst, wenn du deine Erektion verlierst, sobald du ein Kondom drüber streifst. A, befasse dich erstmal ausgiebig mit der Thematik Kondome, probiere da verschiedene Sachen aus. B, überprüfe für dich, ob du eine Allergie hast. Und Nummer C, Mindset. Probe erst ein paar Mal den Ernstfall vor dem Ernstfall. Mach einfach ein paar Probeläufe mit dir selbst und halte dir vor Augen, dass das eigentlich das Kondom nicht dabei unterstützt, dass du richtig geilen Spaß im Augenblick haben kannst, ohne nachhaltige Konsequenzen. Das war's, Bro. Ciao.